Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits vierten Staffel und der 236. Folge, immer noch am 11.06.23 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt's für mein herzliches Dankeschön. Und zwar geht's diesmal an die Cola. Kein Product Placement, sondern der Name heißt, also der Name des Accounts ist wirklich so. Die Cola hat nämlich am 2.08.22 ebenfalls das öffentlich sichtbare Abo bei mir hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 960. Die Cola verschwindet jetzt aber wieder. Und zwar nicht in meinem Bauch. Und wir befinden uns frisch nach einer ziemlich verlustreichen Schlacht. Das heißt ziemlich, also es war eigentlich extrem verlustreich, wenn ich mir auch angucke, wie wenig Truppen unsere Leute bloß noch haben. Auch mein eigener Trupp hat mächtigst gelitten. Ich habe jetzt noch einiges mit rausrekrutiert aus den Gefangenen, die wir befreit haben. Aber das ist nicht das Wahre, ne? Also, das wird ein ziemlicher Verschleiß, würde ich mal sagen. Das wird ein ziemlicher Verschleiß, das war ein ziemlicher Verschleiß, würde ich sagen. So, wir wissen aber, hier oben ist noch eine 400er Armee irgendwo. Wir retten uns erstmal nach Amprela, um uns dort erstmal wieder aufzufrischen. Und gleichzeitig kann ich endlich mal Gefangene loswerden. Und zwar alle. 28.000, aufgrund dessen, dass wir hier noch 4 Gefangene dabei hatten. Also 4 Lords, meine ich. So. Und ich glaube, wir hatten sogar einigermaßen Glück im Unglück, dass wir gerade eventuell sogar eine Elite-Armee vernichtet haben. Wo halt der Anteil an Rekruten deutlich geringer ist. Ich meine, wir haben gesehen, meine Infanterie war einfach weg. Die wurde weggeflext. So, zack. Dann haben wir verdammt viel Essen hier noch drin, ne? Aber ich bin gewillt, dass wir nachher noch was abgeben. Ich muss jetzt nur vorher mal was gucken bei den Pferden. Steppenpferde kann er komplett haben von mir aus. Ja, auch die Nahasavi und die Jäger kann er haben. Und alles andere wird mir schon wieder zu viel zu merken. Oder? Ah nee, das hier sind alles wieder Streitrösser und adlige Dinge. Achso, nee, ach, er bräuchte theoretisch auch Streitrösser. Nee, ich gebe ihm erstmal alle Steppenpferde, die Nahasavis und die Jäger. Und wenn ich mir noch merken kann, dann noch das Hobby. Und dann kriegt er auch noch ein bisschen Essen dazu. Ach, jetzt kann ich wieder nicht mit ihm reden, weil wir in der Stadt sind. Okay, warte. Jetzt aber. So, ich will was mit dir besprechen. So, so. So, so, so. Hä? Aber einen Vorschlag? Ach, weil es noch nicht so lange her ist. Okay, gut, dann kriegst du halt nichts von mir. Ist okay. Wir erholen uns hier erstmal und lassen auch die Verwundeten wieder auffrischen. Ja, siehst du da, 400 waren da gerade. Aha, die 100% haben wir voll gekriegt. Stimmt ja. Also, Huranak ist ja der Mondschuk der Kusaiten. Er ist jetzt gezwungen, fast 700.000 Entschädigung zu zahlen, wovon wir ja einen Teil abbekommen. Außerdem wird er ein Tribut von 2.180 zahlen. Als wir reingeguckt hatten, ging es ja um 3.900, ne? Ach, guck mal einer, schau. Und obendrauf gibt er noch Burgaos zurück. Ach, das ist ja cool, dass das als Verhandlungsoption gilt. Das zahlt halt weniger Tribut, aber dafür gibt er halt das Lehen zurück. Okay. Nice. Wir haben aber noch 2 andere Krieger an der Backe. Jetzt geht's wieder um Burgaos. Wir stimmen wieder ab. Diesmal für Nikasor. Da ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ gut, dass wir den bald zum Freund wieder bekommen können. Muss aber gucken, wie warst denn du drauf? Er ist geizig, ehrvoll und kühn. Okay. Um 11 gesteigert. Wieso jetzt hier in seinem Fall um 11? Statt um 10. Wenn das jemand von euch weiß, womit das zusammenhängt, könnt ihr es mir gerne schreiben. Also woran sich das bemisst, meine ich. So, südliches Imperium und Vlandia haben wir noch. Ich stehe gerade so ein bisschen zwischen den Stühlen, was diese Kriege angeht. Zum einen will ich euch natürlich auch geile Schlachten liefern und alles. Und auch irgendwo hat man ja so ein Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Fraktion. Zum anderen will ich es mir aber auch selbst nicht zu schwer machen, wenn es dann darum geht, dass wir auch irgendwann mal uns selbstständig machen, unabhängig machen. Deswegen werde ich es wahrscheinlich so halten,
dass ich Rückeroberungen mache und dann bei den Abstimmungen mitmache, aber nicht mehr bei der Expansion helfe. Das heißt, ich werde mehr oder weniger absichtlich dafür sorgen, dass unsere Fraktion einen Verschleißkrieg erleidet. Eine Rebellenfraktion im nördlichen Imperium. Ostikos. Okay. Und sie wollen sich vom Königreich abspalten. So, ich selbst habe die 100%. Mein eigener Trupp noch 50 Verwundete. Und das sind halt... Ja, okay, das sind die Einzigen, die noch da sind. Aber guck mal, schau. Jetzt hat sich das wieder ein bisschen aufgefüllt. Sehr schön. Wir gehen nochmal raus und wieder rein, damit sie nochmal rekrutieren können. Und jetzt gucke ich mal... Ob du jetzt gewählt bist. Nee. Ach. Okay. Morenia wird belagert. Okay. Und Ostikos? Wo war das nochmal? Ostikos? Ostikos? Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist denn Ostikos? Hä? Wait a minute. Ach, Ostikos ist wieder ein Clan. Ach. Okay, was besitzen die? Na, Glückwunsch. Diatmas, Sargot, Marunath und Pentkenok. Na, Glückwunsch. Wenn die das durchsetzen würden, wenn die das schaffen würden, holla die Waldfee, das wäre mächtig Auerweh. Aber da wiederum könnten wir uns überlegen, wenn wir dann gestärkt sind, ob wir uns da nicht anschließen wollen, um dann halt eine Unabhängigkeit von gleich dem halben Reich sozusagen zu bekommen. Okay. Und ich dürfte jetzt sogar nochmal richtig fies sein und wegen Diatma schauen. Das wäre eigentlich eine Idee. Wenn Ostikos rebelliert, könnte ich doch jetzt 400 Einflusspunkte abgeben? Ach, nur 1%. Schade, ich habe so gehofft, dass da eine größere Unterstützung da ist, eben weil der jetzt eine Rebellenfraktion gründet. Haben wir hier irgendwo relativ viel Unterstützung? Okay, das gehört mir. Nee. Hier wäre höchstens 2%, aber selbst wenn ich da 150% drauf liege, glaube ich nicht, dass das durchsetzbar ist. Eieieiei. Nee. Alles für den Poppes. Jetzt sehe ich aber gerade, wir haben ja hier noch einen wunderbaren Wohlstandsfilter. Yo, Epikrotea, meine Stadt hat den höchsten Wohlstand. Sehr gut. Zeonika und Saneopa auch noch. Dann kommt Ortesia. Mit einem großen Unterschied. Okay, weil ich muss mich noch ein bisschen gucken wegen der Werkstätten. Ich hatte nämlich echt das Gefühl, dass die Werkstätten selbst beeinflussen, wie lukrativ deine Werkstätten sind. Dass der Wohlstand beeinflusst, wie lukrativ deine Werkstätten sind. Sargot wird belagert, finde ich gut. Wie gesagt, ich halte mich aus Expansion raus. Für die nächsten Kriege, werde aber zurückerobern, / zurückschlagen von Armeen versuchen. Auch hier im südlichen Imperium, da steht die Chance auf Frieden am höchsten im Moment. Gehen wir doch mal gucken in Morenia. Wieder Söldnerverträge ohne Ende. Garn ist auch gelevelt, sehr schön. Unser Speer, Hilfsschmied und ja, eigentlich schon Freund irgendwo, ne? Mit Attributspunkt dazu. Ah, sein Spähen müssen wir definitiv steigern. Da habe ich zu lange geschwitzt, also das zu lange verschwitzt, ihn da mal höher zu steigern, dass wir auch schneller werden. Zumal er ist ein Speer zu Fuß. Ach, die arme Sau, der muss unsere Armee immer vorausrennen. Aber wo ist denn diese Burg? Ach du Heilige. Ah, jetzt geht auch wieder schneller. Ja, komm, 68 Mann. Weiß ja nicht, ne? Sind auch schneller als ich. Oh, das hier unten sieht wiederum anders aus. Oh nee. Wir gehen bei der Belagerung gucken. Warum? Wieso? Geh doch da zur Belagerung.
Eine neue Armee von Lucala. Alles klar. Jetzt beweg dich doch mal weiter. Sag mal, er bleibt einfach stehen. 200 Mann? Eins. Wem gehört das hier? Palentis. Wartet. So. Palentis. Anders geschrieben, verdammt. Palentis. Ach, das ist Tasinor. Ja gut, der hat ja auch kaum Besitztümer, ne? Aber Verhältnis minus 77, okay. Stellt euch mal vor, ich würde eine Unabhängigkeitsfraktion gründen und Palentis schließt sich mir an. Oha. Das Reich würde zerfallen in zwei Teile einfach. So. Wer seid ihr? Achso, euch habe ich ja dazu gerufen, stimmt. So, dann schreit der innere Monk von Dragon Souls auch nicht mehr so, wenn es hier gleich viele Leute sind. So. Achso, Moment, wieder so. Jo, 280 Infanterie ist schon nicht ohne, ne? Würde ich mal behaupten. Und der Gegner auch hart in der Unterzahl. Da hat man schon seinen Spaß dran. Bloß die Frage, wie wird der Gegner sich jetzt so verhalten hier auf dem Schlachtfeld? Ne, das war falsch. Sekunde. So. So. Oh, Mist! Wir hätten so schön unseren Beschuss nehmen können über den Fluss hinweg. Oh. Aber gut, die Aufstellungszone ist halt da hinten. Kannst du nichts machen, ne? Wait. Moment mal. Die Bogenschützen bitte hier hin. Ihr macht wieder eine Linienformation und rennt so schnell ihr könnt nach vorne. So. Die berittenen Bogenschützen kommen dahinter. Warum stellt ihr euch jetzt so blöd auf? So. Die 5 hätte ich dann gerne hier. Und die 4 bleibt da, wo sie ist. Fangen! Du sollst fangen! Hier, hohe Stöckchen! Verdammt! Ich treffe einfach nichts. Er schickt uns Bucellarius und ähnliches. Ah. Ach du Spielverderber! Komm her hier! Ach. Die 4. Angriff. Mahlzeit! Achtung! Nein! Oh, das sind meine, verdammt. Oder? Nee, sind sie nicht. Macht sie nieder, Männer! Das sind meine! Ja! Wurfsachen! Och! Jetzt war ich so verwirrt, war berittene Bogenschütze und so. Naja, okay, geil. Aber ihr macht halt eine Kreisformation, sieht das richtig? Ja. Finde ich eigentlich ganz nice. Hi! Och Mann, Spielverderber! Okay, das war Rustica. Schonung liegt auf wahr. Na gut. Ja, das ist eine Kreisformation. Die können wir schön ausnutzen. Vor allem dieses Schlachtfeld hier ist ja genial. So. Die 4 kümmert sich halt noch um die letzten Reste da. Achso, die sind schon kaputt, die letzten Reste, okay. Und ihr seht ja auch wunderbar, die 4 steht hier rum, weil ich so eingestellt habe, dass sie sich nicht bewegen soll, nachdem sie den Angriff ausgeführt haben. Ansonsten würden sie nämlich in den Auto-Charge gehen. Das kann man als Option einstellen. Jetzt bin ich mal überlegen, ob ich mir die berühmten Bogenschützen schnappe und damit seine kleinen Kavallerie-Abteilungen einfach nackig mache. Meine eigene Kavallerie nur zum Flankenschutz nehme. Jungs, mir nach. Infanterie bewegt sich ja noch. Moment. Die Infanterie hier vorne hin im Schildwall. Moment. Das heißt, ihr kommt dann dahinter. Ihr bleibt da. Die 4 kommt noch ein Stückchen vor. Und dann gehen wir mal stänkern. Das sah schmerzhaft aus.
Wo wollten ihr hin? Hä? Habt ihr keinen Bock mehr oder was? Oh Mist, ich verliere welche. Sehr schön. Oh. Au! Was? Gut. Ja, also. Das war natürlich so geplant. Ja, ja. Scheibenkleister. Was macht er denn jetzt? Jetzt zieht er beide zusammen? Ne, er tauscht sie aus, oder was? Hä? Okay. Infanterie hat er Charge-Befehl gegeben. Ja. Unsere berittenen Bogenschützen stänkern hier noch ein Weilchen. Oha, Quadrat im Kreis. Sofort ein Ohrwurm vom Wieso. Da, Quadrat im Kreis. Oh, und dann noch eine loser Formation, natürlich. Ich hoffe, die Kavallerie reißt jetzt was. Die Bogenschützen wurden gar nicht genutzt. Unsere eigenen. Oh, übel. Übel, übel, übel. Das war blöd, dass ich die eine Lanze abgekriegt habe, die ich eigentlich blocken wollte und dadurch direkt im Anschluss die zweite ins Gesicht bekam. Obwohl, so übel ist es doch gar nicht, wie ich gerade merke. Die Bogenschützen, ja okay, sie schießen noch, aber es ist halt sehr ineffektiv auf der Entfernung. Eine Verstärkungswelle dürften sie eigentlich auch nicht mehr bekommen. Na gut, die schiere Überzahl macht's gerade. Oh. Oh, keine Infanterie mehr. Okay. So. Ist hier irgendwo noch was? Nö. Ja, das war's. 50 Verluste. Ist okay. Ist okay. Dafür, dass ich jetzt so bald nicht einen Absturz hatte, ist das okay. Jetzt bin ich so ein bisschen am Überlegen, bei anderen Imperialen, ob ich die vielleicht freilassen sollte für die bessere Beziehung. Weil hier ist Verhältnis 0 gerade. Er gehört zu Julius. Sag mal, ist das ein neuer Clan? Wie alt ist er? 44, nee. Der wäre eigentlich was für uns, wenn er nicht barmherzig wäre, wa? Ich weiß gar nicht, ob sich auch neue Clans gründen können mit der Zeit. Weiß ich gar nicht. Ich lasse dich mal frei. So, webst du, Denos? Ja, doch. Lass mal die anderen Imperien frei. Hier 13. Das könnten mich dann wieder Freunde werden, die wir dann zu uns holen können. Hauptsache Kultur Imperial. Die brauchen wir nämlich. War jetzt nicht so der Renner, was wir da befreit haben. So. 12.000 sind zu viel, okay. Muss gleich noch schlachten, wenn es geht. Warte, Level 6? Da schauen wir mal nach. Ja, guck mal hier. Ach, du hast schon Level 6. Dann gucken wir hier noch eben rein. Das ist wieder der schwerere Flexbogen. Den hatten wir ja schon überall, ne? Genau. Er hat sogar schon den besseren und ich ja auch. Ich habe ja den adligen. Genau. Okay. Schildmäßig? Nö. Nicht wirklich. Ich würde stattdessen jetzt Wurfwaffen mitnehmen. Viele haben sie ja nicht. Und dann jetzt hier wieder Waffen mitnehmen und dann endlich mal wieder anfangen, die einzuschmelzen und zu schmieden, sobald wir jetzt hier einen Krieg weniger haben. Oh, ich sehe gerade, wir können noch ein bisschen mehr mitnehmen zum Verkaufen dann. So, es war schon wieder ein bisschen zu viel. So. Okay. Übrigens, wir haben die erste Mille durch. Lol. Okay, 54 Verwundete, 57 Leute wollen noch zur Verstärkung kommen, werden aber gerade hier ein bisschen gebremst. Ja, natürlich, du Idiot. Ach, komm schon. Da helfen wir natürlich. Laria, Verhältnis, Fragezeichen. Ach, wir kennen einander noch gar nicht. Alles klar, wir haben noch gar kein Verhältnis. Ach, vielleicht habe ich deswegen keine minus 100 bekommen. Bei den ein, zwei Clans, weil wir einander noch nicht kannten. Das kann natürlich auch sein.
So, ja, gut, sind 50 Mann. Was willst du da machen, großartig, mit Taktik und so? Wenn du hier mit 500 angeritten kommst. Apropos angeritten. Ich hoffe, wir müssen nicht schwimmen. Oh, weiter nimmst du auch vorbei. Echt jetzt? Kein einziger wurde erledigt? Wow. Mahlzeit. Ich habe schon mal mehr Schaden verursacht. Oh, komm schon. Voll, wie viele sturgische Kavalleristen die haben, ey. Nee, das ist meiner, aber der da in der Mitte. Den da, Mann, komm schon. Ach, nehmen wir den hier. Alter, du bist Sturge, ja. Na gut. Was lebt da noch? 10 Infanterie, okay. Okay, jetzt nicht mehr. Auf einen Schlag überrollt. Aber hier drüben noch die Kavallerie. Ein paar wenige, die noch da sind. Bist du Freund oder Feind? Na, als der Vorwarte sagt. Gut. Will ich auch gemeint haben, dass es null Verluste gibt. Söldner. Söldner nehmen wir natürlich gefangen. Da gibt es kein Wenn und Aber. Hier können wir nochmal 2 gefangen nehmen. Butchelario brauche ich wieder, ja. Ja, gut. Ich muss noch schlachten, habe ich erwähnt, wa? Dann müsste ich es auch mal machen. Waffen. Lass nicht der Renner hier. Ach du Heilige. Na gut. So passt's. Wir müssten mal wieder was verkaufen gehen. Lykaran ist am nächsten. Na, guck mal hier. Auf 54% haben wir es jetzt gedrückt. Sehr schön. Ja, Dörfer werden geplündert. Oh, Sargot werden wir wahrscheinlich als nächstes zurückbelagern. Problem ist halt nur, dass halt die Kriegsmüdigkeit trotzdem mit der Zeit steigt. Wir haben doch dieses War Duration. Das steigt um alle 5 Tage, war das, glaube ich? Ja, alle 5 Tage um 0,25. Oder? Ah ne, pro Tag. Pro Tag um 0,25 und ist jetzt schon seit 12 Tagen am Laufen. Die Wölfen? Manno, warum bist du keine Gaunerin? Ah, das hätte ja gepasst, ne? Wenn die Wölfin sich dem Wolf anschließt. Ah. So, weg damit. Alle. Obwohl, wirklich alle? Die 2 nehme ich mal mit raus. Ich glaube, es ist langsam wieder angebracht. Wartet mal. Wir machen es andersrum. Ich glaube, es ist langsam wieder angebracht, dass wir aus den Gefangenen rausrekrutieren. Gut, hier normale Rekruten brauchen wir nicht mitnehmen. Die machen uns zwar auch langsamer, aber auf der anderen Seite, wir werden jetzt eh keine 6, irgendwas Geschwindigkeit erreichen, solange wir halt eine Armee sind. Mich alles ziemlich verlustreich jetzt gewesen, hier die letzten Schlachten, und da müssen wir wieder ein bisschen auffrischen. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich doch sogar mittlerweile einen Perk, der verhindert, dass wir Moralabzug bekommen, wenn ich Gefangene der eigenen Kultur rekrutiere. Und das sind ja alles Imperiale hier. Gut. Der Zusammenhalt, der darf natürlich nicht fehlen. So. So. Schlachten. Oh, wir haben sogar ein bisschen Ton und Felle und so dabei, okay. Aber das könnte ich ja dann auch wiederum in die Gerberei legen, in Borschek. Oder Omor, oder wo auch immer ich die gebaut habe. Aber da wiederum bin ich noch mal überlegen, ob ich da nicht ein bisschen was ändere. Wie sieht's denn jetzt mal aus, Bruderherz? Hättest du jetzt mal Bock, dass wir noch mal ein bisschen Handel machen hier? Ah, sehr schön. Also, du bekommst von mir.
damals ist das ja alles anders sortiert. Das ist ja doof. Hier, die Steppen, habe ich gesagt. Alle? Na, komm schon. Oh, ist das blöd. So. Dann Jäger, die zwei Stück. Und was hatte ich noch gesagt? Hobby? Ach, und die Dings da. Ihr wisst schon, ne? So. Die kriegst du auf jeden Fall von mir geschenkt. Und Essen. Geht nicht. Oder wie? Oder wer oder wo oder was? Ich darf ihnen kein Essen geben. Aber es ging doch früher. Das ist ja blöd. Früher konnte man seinen Armeemitgliedern Essen geben. Vor allem, wenn er der eigene Clan ist, ne? Manu. Gut, Verhältnis gesteigert. Ich denke... Oh. Gut, falsch gedacht. Er hatte schon ein bisschen was gegen uns. Hoppla. Okay. Achso, verkaufen wollte ich noch ein bisschen was, ne? Ton raus, Felle raus. Judith, Essen darf ich nicht verschenken. Schade eigentlich. Das wird mal sowas von gesperrt hier. Das werden wir brauchen für unsere Kavallerie. Der Bums hier geht raus. Hier alles außer die Wurfwaffen, weil wir die wiederum einschmelzen können. Und ich denke hier wieder alles, was weniger als 100 wert ist. Warte. Mist, ich habe noch nicht sortiert. Na egal. So. Na, nochmal 7000. Why not? Das läppert sich schon, ne? Wir warten mal kurz einige Zeit hier. Nee, wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte erst schmieden und dann warten. Ja. Ach, wir haben gar kein Hartholz dabei. Sekunde. Ah. Habt ihr Hartholz hier? Okay, wir müssen das verschieben. Und alle ist wahrscheinlich sogar mal kurz nach Hause. Verdammt! Ja, weil da haben wir noch das ganze Material. Und noch weitere Waffen, wie mir gerade noch so einfällt, die ich da gelagert habe, gebunkert habe. Sargot wird immer noch belagert. Was machst du jetzt? Du sammelst dich noch, okay. Na, dann würdest du wahrscheinlich gegen das südliche Imperium ziehen. Sironia oder Burg Korenia holen. Aber gut, dann kann ich meine Truppe gleich wieder ein bisschen auffrischen, immerhin. / Garnison ergänzen. Ach ey, wir sind sogar am Verlieren gegen Landia, weil ich sehe gerade, Sargot wurde erobert, anscheinend. So, Lucky Cookie machen. Hier wollen 5 Leute insgesamt aufleveln. Wir brauchen wieder mehr Bogenschützen. So, und hier möchte jemand rekrutiert werden. Kein Moralabzug. Stimmt, ich habe es wirklich geskillt. Ich war mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich mache einen Abstecher an Resus. Ja. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, ich muss gerade sowieso mal ganz dringend wohin verschwinden. Und letzte Folge haben wir ja ein paar Minuten drüber geschossen. Deswegen würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal Schluss für heute. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!